Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Scheiß Wetter. Trautes Heim, Glück allein. Soll's mal etwas Gutes sein, nimm die Marke Erno Fein. Naja, dann wird's schon ein schöner Fraß werden. Verdammt nochmal! Alles haben sie für ihre Feinkostfreunde, aber dass sie mal einen gescheiten Büchsenöffner finden? Mistelender. Erstmal einen trinken. Schon besser. Wir zwei setzen uns erstmal. Damit wir nicht aus der Übung kommen. Idiotischer Tag heute. Könnte vielleicht draußen essen. Ist auch blöd. Herren, und heute wie jeden Samstagabend die große Fernsehshow. Meine Damen und Herren, ja, da ist er wieder, der kleine Walter. Der kleine Walter, Pygmäenfest. Legen Sie sich zurück, meine Damen und Herren, schmeißen Sie das Essen aus dem Fenster und freuen Sie sich. Freuen Sie sich, meine Damen und Herren. Redinon. Snorky. Auch für Ihren Hund. Jeden Tag ein Löffelchen ins Näpfchen und Ihr Hund ist zufrieden. Ich möchte bloß wissen, wofür ich den Kasten gekauft habe. Für das Geld Schnaps, da weiß man, was drin ist. Löffelchen ins Näpfchen. Vielleicht doch in die Stadt gehen? Kino, Kneipe. Ist auch dämlich. Regnet. Herbert anrufen. Ja, ist auch nicht mehr so wie früher. Muss erst seine Frau fragen. Also wissen Sie, am Wochenende? Na ja, wenn Sie natürlich wollen, Ziege. Am Wochenende gehört Vati uns. Schiffskatastrophe vor Hongkong. Kosmetik für den Morgen, den Mittag, den Abend, die Nacht. Testen Sie sich selbst. Drehen Sie sich auf der Straße nach einer schönen Frau um? Ja, natürlich. Ja, drei Punkte. Schlagen Sie in Gesellschaft die Beine übereinander? Na, immer. Zwei Punkte.
Ihr Ferientrip in diesem Jahr Ceylon. Ein bisschen weit weg. Einige Tipps für Ihre Terrassen-Candlelight-Party. Oh Gott, ist das ein idiotischer Tag. Ganz und gar idiotisch. Ja, habe ich ja gesagt, idiotisch. Der Amerikaner. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes betonte, dass die Bemühungen um eine allgemeine und kontrollierte Abrüstung. Naja, dann bemüht euch mal schön. Na, endlich. Was war denn nur los? War doch alles genau wie sonst. Gar kein Unterschied. Ein Tag wie jeder andere. Kein Ärger, keine Aufregung, nichts Unvorhergesehenes. Der übliche Quatsch. Verstehe ich nicht. Vielleicht doch Ärger? Wie war denn das heute? Wecker? Aufstehen? Anziehen? Tasse Kaffee? Den Flur entlang. Ein endloser Schlauch. Schmutziges Himmelblau. Alle 3 Meter eine Tür, insgesamt 18. Himmelblau. Was die sich wohl dabei gedacht haben. Jedes Stockwerk eine andere Farbe. Freundlichkeit, Ordnung. Und ausgerechnet Himmelblau. Soll wohl Weite vortäuschen. Weite zwischen 18 Türen. Alles 3-mal verriegelt. Türschloss, Sicherheitskette. Dazu noch ein Spion. Sicherheit. Dabei leben sie in Schubladen aufeinander gestapelt. Naja, Einbildung ist alles. Nichts Komischeres als ein Hochhaus von außen. Emsige Bienen in ihren Waben. Und jeder meint, er wäre was Besonderes. Der Aufzug. Blassgelb und ewig neidisch auf vorüberziehendes Himmelblau und Abendrot und Wiesengrün. 9, 8, 7. Tragkraft 300 Kilogramm oder 4 Personen. Verordnung vom 8. September 1926. Es ist verboten, Personen in Aufzügen zu befördern, bei denen das Mitfahren von Personen verboten ist. Erdgeschoss. Der Hausmeister. Verteilt Zeitungen. Mürrisch. Ja, die Straße. Hastende Gestalten. Zugeknöpfte Mäntel, bespritzte Hosenbeine. Nicht immer klar, ob Mann oder Frau, aber wen stört das? Bei Rot auf Grün warten. Steh, geh. Weiter. Auf Abbieger achten. Litfaßsäule wird beklebt. Ja, Theater müsste man auch mal wieder gehen. Aber alleine? Nochmal Rot. Na, wie lange denn noch? Endlich grün. Himmel ist grau, wird gleich wieder regnen. Himmelblau haben nur noch die Maler. Windige Ecke hier. Früher stand hier die Blumenfrau, lohnt wohl nicht mehr. Und noch früher dieser alte Mann. Windräder, Holzpuppen, Rasseln, bunte Stofftiere. Alles an einer langen Holzstange. Luftballons auch. Stand immer hier, auch wenn es regnete. Hab nie gesehen, dass da einer was gekauft hat. Jetzt haben sie da seinen Namen eingemeißelt. Grauer Stein. Na, was ist denn nun? Steht er mit seinem Stadtplan mitten im Weg? Will er nun fragen, oder was ist? Nee, schaut lieber in seinen Plan. Die bauen immer noch. Ob die mal fertig werden? Was? Na, was der wohl gewollt hat, hält mich da fest. Na, warum sucht er sich auch gerade die Baustelle aus? Verrückt. Ui, schon 20 vor. Beeilen, U-Bahn. Rolltreppe abwärts. Vordermann, graukarierter Mantel, Hintermann, Zeitung. Weiter vorn nur Hüte, nass und glänzend. Drehkreuz. Die Karte, eine Blondine hinter Glas. Ein müde, nickender Automat. Schnell hineinschieben, irgendeine Ecke. Bitte beeilen. Jeden Morgen das Gleiche. Müdes Vieh, das in seinen Waggon getrieben wird. Bitte zurücktreten. Voll wie immer. Mäntel und Zeitung. Papier, auf dem steht, was passiert sein soll, und Fotos, die es bezeugen. Feuchte Mäntel, braun, grau, kariert, gestreift. In den Kurven spürt man Körper, aber nur schwach.
gut abgepolstert. Diese Gesichter. Lesen oder starren ins Leere. Wenn es gar nicht anders geht, sehen sie krampfhaft durch einen durch. Schaut man sie an, werden sie gleich unruhig. Halten einem lieber eine rote Schlagzeile vors Gesicht. Deckung. Und sind noch böse, wenn man mitliest. Als wenn sie ein anderes Blatt hätten als ihr Nebenmann. Idioten. Anhalten, aussteigen, einsteigen, abfahren. Anhalten, aussteigen, einsteigen, abfahren. Eine neue Ladung, Mäntel. Die gleichen Gesichter, die gleichen Zeitungen. Lieber raussehen. Die Scheiben haben sie auch verkleistert. Geschnörkelt violett. Für dich starb Christus am Kreuz. Und in Gelb, Zitrella, so fruchtig frisch, ne? Da kann man wählen. Draußen zucken die Tunnellichter. Weg, 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 weg. Monoton, endlos. Was der eben bloß gewollt hat? Naja, warum sucht er sich auch eine Baustelle aus? Die Wände glitzern wie Diamanten oder Brillanten, weiß nicht. Ein Gegenzug. Mantelzeitung, 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 klein gehackt durch Fensterkreuze. Ja, am besten man schließt die Augen. Immer derselbe Quatsch, Tag aus, Tag ein. Man sollte denen mal alte Zeitung andrehen, würden die gar nicht merken. Hinten im Wagen quatscht einer über Uwe. Naja, irgendeiner quatscht immer über Uwe. Anhalten, aussteigen, einsteigen, abfahren, anhalten, aussteigen. Endlich, nichts wie raus hier. Drehkreuz. Eine müde Rothaarige. Naja. Rolltreppe. Vor dir ein Gummimantel, hinter dir lohnt sich nicht umzudrehen. Nichts Langsameres als eine Rolltreppe. Die Straße. Rot. Alles rennt. Ein Bus spritzt. Grün. Zebrastreifen. 3:58. Ah, kommt noch hin. Wird regnen heute, den ganzen Tag. Naja, ist egal. Sehe es sowieso nicht. Pförtner. Graue Uniform. Sieht gelangweilt aus. Kein Wunder. Den ganzen Tag diese Gesichter. Nummer 890. Abheben. Anwesend. Fahrstuhl. 3 Mann vor mir, flüchtig bekannt. Keiner wagt zu grüßen. Rein. Tür zu. Front zu den Nummern. Wie jeden Morgen. Starren auf die tanzenden Zahlen, als erwarteten sie dort eine Offenbarung. 2, 3, 4. Tragkraft 600 Kilogramm oder 8 Personen. Sind froh, dass sie wohin starren können. Für Zeitungen ist da kein Platz. Verordnung vom 8. September 1926. Es ist verboten, Personen in Aufzügen zu befördern, bei denen da ramtata, da ramtata, da ramtata, 7. Stock, raus, Gang, Vorraum. Alles sauber. Weiß, steril, gläsern. Gibt Leute, die das schön finden. Die haben dann zu Hause Stilmöbel. Der weiße Kittel. Moderne Tarnkappe. Alles weiß. Raum und Menschen. Operation weiß. Alles hübsch einheitlich. Hell und freundlich. Möchte mal sehen, wenn einer ohne Kittel erscheint. Revolution, Betriebsklima, Sozialprestige. Arschlöcher. Die Postkarte. Noch von Inge. Klee. Erinnerung, dass die Ordnung nicht ewig ist. Die hat gute Reden. 2 Minuten nach, wer Zeit? Na dann mal los, auf in die freie Natur. Ablösung vor, Schaltpult, Drehsessel. Ein weißer Kittel, du tippst ihm auf die Schulter, er dreht sich zur Seite, steht auf und du rutschst auf den Sessel. Ewig gleiche Zeremonie. Der weiße Kittel entfernt sich und du bist allein. Allein mit diesem Schaltpult und seinen Reglern, Knöpfen, Schaltern und Lampen. Allein mit dem kleinen Plüschbär, den irgendwer mal vergessen hat. Und dahinter die Wand. Dieses Monstrum von einer Wand. Dieser Klotz von einer Wand. Operationssaal. Alles in einem. Rote Lampen, Irrlichtern. Quecksilber, Säulen kriechen empor und fallen zurück. Spitze Nadeln, die vor Eichstrichen zittern. Fernsehschirme spucken bläulich ihre Zahlenkolonnen aus. Quadrate, Dreiecke, Kreise huschen umher, bekämpfen sich, vereinigen sich, kontrolliert von Diagrammen, die von roten Lampen überwacht werden, die wieder von anderen Diagrammen beobachtet werden, über die ein Fernsehschirm wacht. Uhr einstellen, Meldung an Zentrale. Rote Lampe über 14, Schalter 14 auf 0, rot, grün. Was der heute Morgen nur gewollt hat? Die Nadel ist gleich über dem Eichstrich. Regler, Druckluft 40, erledigt. Wenn ich mal einen Sohn haben sollte und der fragt mich, was ich mache, was sage ich da eigentlich? Fernsehschirm 9, 14.628, okay. Nachstellen.
Steigt die Säule? Ja, steigt. 10:50. 10 Minuten von 8 Stunden. Der Plüschbär hat Flecke in seinem Fell. Dreckig ist er auch. Der einzige Schmutzfleck im ganzen Raum. Ja, ist ja gut. Knopf 184. Na, nun komm. Mach keinen Ärger. Sei schön brav. Na also. 8:14. Was es wohl heute wieder gibt. Auch so ein Rummel, diese Kantine. Immer dieselbe weißbekittelte Schlange. Einreihen. Dieser Geruch, warm und schmuddelig. Nur kein Fenster aufmachen. Ja, das schleppt sich mal wieder heute. Das Tablett. Die Bestecke. Das kleine Fließband. Erstes Fach, Klappe auf. Ein Schälchen Kartoffeln, Klappe zu. Klappe auf, Gemüse, Klappe zu. Fleisch und Soße. Nachtisch, Plastikbecher, Apfelstutzen, rotes Licht, Milch spritzt, fertig. Fehlt nur noch, dass sie dem Kasten die Form einer Kuh geben. Wohin jetzt an der Wand? Ja, an der Wand ist noch ein Platz. Ein fröhlich lackierter Hocker vor einem fröhlich lackierten Brett. Erstmal die Schälchen sortieren. Kunstvoll getrennter Eintopf. Warum die das nicht gleich in einen Topf schütten? Ah, neues Plakat. Unfallverhütung. Das Blut fließt fast in die Soße. Links ein weißer Ellenbogen, rechts ein weißer Ellenbogen. Das ganze Brett entlang offene Münder. Das Essen, wie immer, nie so gut, dass man es loben könnte und nie so schlecht, dass es zum Meckern reicht. Auf diese Weise schweigt alles. Man soll denen den Fraß auf ihrer weißen Kittel kippen. Aber die würden nichts sagen. Die sagen nie was. Im Rahmen des allgemeinen Betriebsklimas würden sie einen aus großen Augen ansehen und milde lächeln. Nee, danke. Dann schon lieber Quadrate, Kreise, Dreiecke. Man kann sich mit einem Quadrat anfreunden, bei dem es nicht so klappt. Kann Mitleid mit ihm haben. Kann eine Wette abschließen. Man kann auch ein bisschen Störung spielen und einen Knopf falsch herumdrehen. Aber das hat nicht viel Sinn. Die Wand passt auf. Auch auf mich. Automatische Steuerung. Sowieso Mumpitz, dass ich davor sitze. Reine Verzierung. Die Wand kann das alleine viel besser. Würde mich nicht wundern, wenn die eines Tages eine Verordnung rausgeben, dass vor jeder Maschine ein Mensch sitzen muss. Weiß bekittelt als Verzierung. Die Menschen werden immer mieser und die Maschinen immer besser. Die Wand macht das schon. Erst wenn was nicht funktioniert, kommt einer und fragt, was los ist. Danach erkundigt man sich. So ein Apparat ist ja schließlich was Wertvolles. Da muss man sich drum kümmern. Aber leider geht's hier nicht kaputt. Ich hab's wenigstens noch nie erlebt. Einmal funktioniert ein rotes Lämpchen nicht. Aber es rief bloß einer von irgendwoher an und sagte, es sei schon wieder in Ordnung. Ich sagte, schön. Und fragte, wie es ihm denn so ging. Er war so verdattert, dass er zurückfragte, er wäre doch mit der Steuerzentrale verbunden, oder? Aber sicher, sagte ich. Lange Pause. Dann hing er ein. Naja, besser, man hält sich an seine Dreiecke und lässt sie springen. Dreht eine Säule hoch, lässt eine Nadel tanzen, rote Lämpchen leuchten. Hallo? Das ist bei mir. Da will einer zu mir. Keiner. Ja, der Aufzug fährt auch nicht. Irgend so ein Idiot, der sich für witzig hält. Tag, Mädchen. Ja, bitte? Pass mal auf. Ich habe eine Frage. Ja, bitte? Eine steigende Säule plus eine fallende Nadel, geteilt durch 3 rote Lampen, mal ein Dreieck hoch 184. Na, was kommt da raus? Bestenfalls ein Irrer.
Nein, Mädchen. Nein, ich werde es dir sagen. Ein Quadrat. Vielleicht haben Sie auch eine vernünftige Frage, sonst hänge ich ein. Eine vernünftige Frage? Da fällt mir meistens nicht viel ein. Weshalb rufen Sie denn an? Ja, weshalb, weiß ich auch nicht. Vielleicht wollte ich mich nur mal was unterhalten? Hier ist die Auskunft, nicht die Vermittlung. Ich will nicht vermittelt werden. Ich will nur ein bisschen was reden. Vielleicht mit einem Menschen. Ich meine, wenn es geht. Aber das tun Sie doch die ganze Zeit. Bitte? Spreche ich etwa nicht mit Ihnen? Ja, mein liebes Kind. Aus diesem schwarzen Gehäuse tönt zwar etwas, was ich bei einiger Fantasie als menschliche Stimme in Erinnerung habe, aber in Wirklichkeit spreche ich mit Membranen, Kabeln, Relais, Verstärkern, Isolatoren. Das geht nun mal nicht anders. Ja, es scheint mir auch so. Immer ist was dazwischen. Kabel, Zeitungspapier, Lautsprecher, rote Lämpchen. Bitte? Rote Lämpchen. Das verstehst du nicht. Oder leuchtet da auch ein rotes Lämpchen auf, wenn ich anrufe? Natürlich. Ja, dachte es mir doch. Zu niedlich, diese roten Lämpchen. Überall machen sie sich breit und bevor unser einer den Mund auftun kann, sind sie schon da. Achtung, da will einer was. Zu niedlich. Wenn ich noch was für Sie tun kann, ich habe keine Zeit für Privatgespräche. Ach, da warten wohl schon andere rote Lämpchen, was? Ganz recht. Ja. Ja, will ich nicht weiter stören. Tschüss, Mädchen. Wiedersehen. Pulle ist auch leer. Ja, da muss er noch einen im Eischrank. Ja. Ist ja der Abend gerettet. Ist nichts Besonderes, aber immerhin. Ah. Das scheint wohl im Moment Nummer 1 zu sein. Tja, also wissen Sie, mit den Einfuhrzöllen ist ja. Das ja immer so eine Sache. Hauptsache, der Schnaps wird billiger. Und nun, meine Damen und Herren, verschwinde der kleine Walter und es kommt. Wer wohl? Nun, meine Damen und Herren, Sie werden es nicht erraten. Es kommt! Naja, wer kommt denn nun? Ach, du liebe Gott. Einsamkeit auf allen Kanälen. Ja, dann Prost. Dufte da, dufte da, schnüffte, lufte. Leise fällt der Regen auf die dunklen Straßen. Und du bist allein in deinem Zimmer. Ja. In der Automatenstraße, da steht wenigstens dran, dass es Automaten sind. Einen habe ich mal Emil getauft. Da, wo das Obst drin ist. Und den mit der schmutzigen Wäsche Anna. So hieß unsere Waschfrau. Emil kannte ich auch, der fuhr immer mit so einer Karre rum. Früher, als es noch keine Automaten gab. Eine richtige lange Straße. Schwarze, eckige Kästen mit aufgerissenen Mündern aus Glas, die sich dauernd auskotzen. Dezente Schlitze fürs Geld, ja, muss ja auch sein. Aber sind schmal gehalten. Ewige, wunderbare Verwandlung von Geld in Ware. Herr, wir danken dir für unser täglich Brot. Amen. Und es hört nie auf. Praktisch, schnell, hygienisch. Aber was sage ich? Noch praktischer, noch schneller, noch hygienischer. Rote Lampen dienern. Es klappert, dreht, rollt und funktioniert. Manchmal klemmt ein Kasten oder das Geld rollt zurück. Die ewige, wunderbare Verwandlung hat den Schluck aufbekommen. Rote Lampen zittern um ihren Posten, assistiert von gelben und grünen Untertanen, die fortwährend um Hilfe blinkern. Blink, 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 blink. Das Wunder ist gestört. Aber es behebt sich schnell, automatisch und funktioniert. Höchstes Lob einer Automatenseele. Es funktioniert. Geld in den Schlitz. Klappe auf, Klappe zu.
Butter, Äpfel, Blumen, Schnaps, Klappe auf, Klappe zu. Wurst, Brot, Strümpfe, Hemden, Klappe auf, Klappe zu. Besten Dank, gehen Sie uns bald wieder. Besten Dank, gehen Sie uns bald wieder. Besten Dank, gehen Sie. Besten Dank. Aber heute war ich doch nicht. Ich bin doch extra... Ja, ich bin zu Fuß gegangen. Keine U-Bahn. Keine Automaten. Zu Fuß, in ein Kaufhaus. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Prächtig, so ein Kaufhaus. Große Glastüren. Öffnen sich von selbst. Selen. Ein kleiner, dünner Lichtstrahl wird unterbrochen. Eine Selenzelle verwandelt es in Strom. Und schon bist du drin. Keine Möglichkeit, einem anderen die Tür aufzuhalten, Bitteschön zu sagen, um vielleicht ein Dankeschön zu hören. Einfach nur so. Dankeschön. Na, das wäre doch noch was. Aber Selenzellen sind ja auch was. Und es wird sich noch verbessern lassen. Wenn schon keine Automaten, dann Selbstbedienung. Regale, Preise, Ware, kommt alles aufs Gleiche raus. Und überall Spiegel. Hinter den ganz Großen sitzen sie und beobachten dich. Man sollte drauf spucken oder einfach reinhauen. Ob die auch die Lautsprecher bedienen? Elendes Gedudel. Irgendein Gemisch von Tönen. Naja, Kühe melken sie jetzt auch mit Musik, damit sie mehr hergeben. In freundlich gestrichenen Räumen, damit sie noch mehr hergeben. Da lob ich mir doch die Automaten. Naja, es geht halt nichts über eine gebildete Fabrik. Müsste sie da eine ausbauen lassen. So 4, 5 Fragen könnten die doch stellen. Wie geht's? Was machen die Kinder? Schon Urlaub gehabt? So ein paar Fragen. Für einen abendlichen Plausch. Und ab und zu wechselt man die Platte. Einmal im Monat würde genügen. Wäre immer noch intelligenter als diese Selbstbedienung. Aha, Achtung, die Kasse. Da werden sie ja wohl den Mund aufmachen. Für Geld machen sie den Mund auf. Da müssen sie ja was sagen. Die Büchsen aufs Fließband. Ein weißer Kittel hämmert auf Tasten. Hat auch sein Schaltpult. Die Büchsen laufen voraus. Klingelzeichen. Rotes Schild. 6,80. 10 Markschein aufs Tablett. Klingelzeichen. Kleingeld scheppert in einen Kasten. Quittung schwebt hinterdrein. Weißer Kittel hat alles eingepackt. Kleingeld, Tüte, Selen, Tür, aus, raus, Prost. Mit dir trinke ich eigentlich am liebsten. Sechs. Auskunft. Ja. Hier spricht das rote Lämpchen. Sind Sie schon wieder da? Erraten. Was ist denn? Sag mal, Mädchen, hast du heute schon mal mit einem Menschen gesprochen? Ich meine, richtig, nicht telefoniert. Weiß nicht, glaube nicht. Überleg doch mal. Glaub nicht. Bin froh, wenn ich keinen sehe. Das habe ich auch mal gesagt. Was wollen Sie eigentlich? Wenn Sie Kummer haben, dann rufen Sie doch die Seelsorge an. Soll ich Ihnen die Nummer geben? Per Telefon? Nee, danke. Die lassen auch bloß ein Tonband laufen. Ja, da bespreche ich mich schon lieber selber. Oder gehen Sie spazieren, da kommen Sie auf andere Gedanken. Einen Moment, ich habe hier ein Gespräch. Spazieren? War ich schon. Immer den Bürgersteig lang, in Reihe und Glied. Eine Kolonne an der Fahrbahn, Blech auf Gummi, rast vorbei und macht sich wichtig. Sollen angeblich Menschen drin sitzen. Die andere Kolonne an Glas, Marmor und Preisschildern vorbei, der ewigen Ausstellung des wahren Lebens. Und über allem süßer, bunter Neonschein. Brillen, Hüte, Aktentaschen, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Nicht mal deinen eigenen Bruder würde man erkennen. Man sieht ja sowieso nur Rücken. Ausscheren ist nicht, vielleicht in den Gegenstrom, einfach anrempeln. Entschuldigung, Verzeihung. Opa, sehen sich gar nicht um und die Nächsten drücken dann wieder in die Reihe zurück. Gleichschritt, Marsch, mal einen um Feuer bitten. Gestatten, darf ich mal Feuer? Schaut weg, blödes weil ich sehr von der Angst hatte. Haben alle Angst. Schönen Dank. Ob die überhaupt noch reden können? Rot, das verstehen Sie noch. Da stehen Sie unbeweglich und starren. Keiner rührt sich. Sogar Blech auf Gummi steht still. Scheinen tatsächlich Menschen drin zu sitzen. Wenn man sich etwas bückt, dann kann man sie sehen. Schauen nach vorn und haben Angst vor einem roten Lämpchen. Wie hypnotisiert. Sehen nicht links und rechts. Und erwerfen sich, ohne zu murren. Absolute Autorität, keiner Zweifel. Sogar Blech auf Gummi nicht, das sonst so arrogant hupt. Büt, 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 büt. Eine rote Lampe, das ist der neue Herrscher. Und wenn er seine Macht erprobt hat, wenn er gezeigt hat, wer hier kommandiert und wenn sie ihm demütig gehorcht haben und keiner hat aufgemuckt, dann lässt er sie für diesmal noch gehen. Und zieht sich in sein dunkles Loch zurück. Ja. Wenn ich nochmal zur Welt komme, dann nur als rotes Lämpchen. Da weiß jeder direkt, wer ich bin und was ich bedeute. Hallo, hallo, sind Sie noch hallo? Da? Ja, scheint so. Sie haben vergessen, den Hörer aufzulegen. Ja, ich habe ein bisschen viel getrunken. Dann hängen
ein und gehen Sie ins Bett. Ja. Sagen Sie mal, was haben wir heute eigentlich? Dienstag? Nein, Mittwoch. Aber nur noch ein paar Minuten. Aha, ja. Dann war gestern Dienstag. Ganz recht. Und morgen ist Donnerstag. Ja, warum sagt man nicht einfach Tag? Sind ja doch alle gleich. Und Samstag und Sonntag? Das ist doch wohl was anderes. Ja, was ist da anders? Ja, man hat frei. Ja, ja, ja. Und die Menschen haben einen anderen Mantel. Ein Blech auf Gummi ist blanker und fährt dafür langsamer. Sonst noch was? Am Wochenende können Sie doch machen, was Sie wollen. Ja, was zum Beispiel? Sie können ins Kino gehen. Ja. Ja, da sind viele Menschen und doch sieht man keinen. Und auf der Leinwand ist was, was sich Menschen nennt. Ah, ich glaub's aber nicht. Dann gehen Sie irgendwo anders hin. Spazieren oder so. Ja, manchmal gehe ich in den Park. Da gibt's alte Leute und Kinder, die sprechen noch. Ja, aber eigentlich brabbeln sie genauso vor sich hin. Und ich hab jetzt Feierabend, Punkt 12. Ja, dann fröhlichen Donnerstag. Warten Sie, eins möchte ich Ihnen noch bieten. Was denn? Schauen Sie mal auf Ihren Tisch. Ja? Wenn ich jetzt auflege, geht dort ein rotes Lämpchen aus und das heißt, ich bin nicht mehr da. Achtung, Klick. Klopfen nur. Kommt keiner und beschwert sich und regt sich auf über diese Unverschämtheit, so wie es sich gehört. Klopfen nur. Kein Mensch ist mehr korrekt. Wer wohnt da überhaupt? Nie gesehen. Vielleicht ein junges Mädchen. Müsste man mal kennenlernen. Aber wie? Zum Beispiel, die Sicherung könnte kaputt gehen. Das könnte sie doch. Der Strom würde ausfallen. Und dann würde man zum Nachbarn gehen und anklopfen und fragen, haben Sie eine Kerze? Und er würde sagen, Momentchen, ich suche selbst gerade eine. Und vielleicht würde er auch sagen, haben Sie Streichhölzer? Ich kann meine nicht finden. Und ich würde sagen, sofort, ich hol sie eben. Und hinterher würde das Kerzenlicht flackern. Und wir würden lachen. Und dabei auf den Hausmeister schimpfen. Und jeder würde sich bei dem anderen bedanken. Ja, in seine vier Wände mit Decke und Fußboden gehen. Das wäre schön. Ja. Aber die Sicherung geht nicht kaputt. Nee, nie. Das tut sie nicht. Keine Kasse blockiert. Keine Schaltwand geht kaputt. Und das nennen sie nun Fortschritt. Nee, Fortschritt. Das ist der Fortschritt. In eine Uhr zählt sie verloren Stunden. Eine Uhr zählt die verlorenen Stunden. Beim nächsten Ton ist es 0 Uhr 4 Minuten da ist und die Zeitanlage. Sekunden. Beim nächsten Ton ist es 0 Uhr 4 Minuten und 50 Sekunden. Pup. Beim nächsten Ton ist es 0 Uhr 5 Minuten und 0 Sekunden. Pup. Beim nächsten Ton ist es 0 Uhr 5 Minuten und 10 Sekunden. Vorbei. Ja, für den Neuen ist ja noch alles drin. Ja. Allerdings, 5 Minuten sind schon weg. Nur noch 23 Stunden und 55 Minuten. Pup. Beim nächsten Ton ist es jetzt 0 kommt gleich der Puff. Und 30 Sekunden. Die Wand.
Hörspiel von Dieter Forte mit Helmut Griem, Gisela Claudius, Annelie Jansen, Günther Kemper, Sonja Kurowski, Gottfried Mehlhorn, Klaus-Dieter Pittrich, Kurt Postel, Barbara Wodark. Regie: Friedhelm Ortmann.